man muss begeistert in den Krieg ziehen, wie halt so oft als Glaubenskrieg getarnt, Christen gegen Heiden und in Wirklichkeit nur zur Anreicherung des eigenen Ruhmes. Er bereut das aber dann auch. Er macht sich selber Vorwürfe, dass er für seinen Ruhm so viele Leute in den Tod gebracht hat. Der Galitzki, der Bruder seiner Frau, hat das Regime aufgrund meines Geheißes übernommen und lasst es ordentlich krachen. Vergewaltigt Mädeln und Saufgelage finden jede Menge statt. Ja, ich wäre zu beneiden, kein Vergnügen wär ich meinen, wär zu jeder Zeit, wär die Lust verdein. Hei, 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 du dein Empfei! Ja, es ist kein Ideologe, nicht? Oder zumindest der Ideologe des Hedonismus vielleicht, nicht? Also wenn der andere in den Krieg zieht, was ja auch nicht unbedingt eine nette Geschichte ist. Das, die große Pathosformel liegt ihm natürlich nicht, oder zumindest die halt ins Private gewendete Lust-Pathosformel, aber das liegt dann auch eher mir näher, wie dieses hohle Gerede vom Krieg, Vaterland etc. pp. Eigentlich eine ehrliche Sau, ja? Genau. Völlig ungehemmt und ja, kein falscher Schein, kein... Irgendwie verstehe dich oder wir können darüber reden, sondern er macht einfach und das ist doch was wunderbar Sympathisches. Von Geschichte her ist sie eigentlich die Tochter des Feindes. Und als Fürst Igor und sein Sohn Wladimir gefangen werden, kommen die in das Lager, wo sie sich Gontschakowna und Wladimir zum ersten Mal begegnen und sich ineinander verlieben. Bald wirst du ganz die meine sein, Liebste, ganz meine. Eines Tages aber entschließt sich Fürst Igor doch zu flüchten. Diese Form der Gefangenschaft ist natürlich nicht einfach zu spielen, weil er eigentlich die Annehmlichkeiten überwiegen. Er ist ja kein Gefangener in dem Sinne, sondern er ist zwar nicht auf freiem Fuß, aber kann sich innerhalb dieses Landes frei bewegen. Doch vielleicht willst du freuen, junge Sklavinnen, Mädchen vom Kaukasus. Sie sind wundervoll, wenn sie tanzen, hebt sich deine Laune gleich und dein Schmerz verdient. Der Khan Kontschak ist zwar sein Gegenspieler, aber spielt das alles über die Schiene des Freundes. Ein Verführer, natürlich. Die Polowetzer Tänze werden mir zu Ehren gemacht, gespielt, getanzt, damit sozusagen der Kontschak vorführt, was sein Volk alles imstande ist. Die Jaroslawna und er, das ist meine Vermutung, ich kann es nicht belegen. Es sind eine relativ junge, frische Liebe. Und daher sehnt man die Rückkehr halt herbei.